auch erstmal sehr schwierig ist wahrzunehmen, weil es sehr, sehr schnell ist. Also wenn Sie einen solchen Spieler beobachten, das geht so schnell, die Bälle rasen so über den Bildschirm, dass Sie kaum in der Lage sind, das alles wahrzunehmen. Willkommen, meine Damen und Herren, zu einer spannenden Simulation namens Counter-Strike. Wir versuchen hier so schnell wie möglich zum Gegner zu kommen, aber wir müssen uns natürlich erst einmal Waffen kaufen. In Counter-Strike müssen Counter-Terroristen und Terroristen gegeneinander antreten. Und man muss jetzt schon sagen, dass das Spiel so schnell ist, dass es für Außenstehende kaum nachzuvollziehen ist, was diese Spieler auf sogenannten LANs machen. Die Spieler sind in Clans organisiert. Sie kennen doch Dom, nicht? Das kennen Sie doch. Jetzt schauen wir einfach mal zu. Man versucht jetzt so schnell wie möglich zum Gegner zu gelangen. Boah, ist das spannend. Mal schauen, es kann sein, dass der Gegner sich irgendwo versteckt hält. Aber campen ist das natürlich nicht, denn in CS ist campen sehr verpönt. Und kommt mir selten vor oder wird überhaupt nicht gemacht. So, jetzt hatten wir hier den ersten Kontakt. Da muss man natürlich schnell wieder in den gehen. Ist das aufregend. Und jetzt schauen wir mal, was der CT macht. Das Weapon Switching ist beliebt bei den Pro-Gamern, dadurch, dass dauernde Wechseln die Waffen mehr gleiten und man schneller wird im Waffenwechseln. So, jetzt wird, nehme ich mal an, der Counter-Terrorist zuerst eine Rauchgranate schmeißen, um damit seine Entdeckung zu verhindern und dann vorzupreschen. Und da sieht man schon wieder, wie schnell dieses Spiel ist. Gucken Sie mal, da kapiert jetzt wahrscheinlich keiner etwas. Oh, jetzt wird geschossen. Oh, ist das spannend. Da stockt einem richtig der Atem, wenn man bei dieser Geschwindigkeit durch den Level läuft, weil CS ist ja so schnell. Da ist Trickjumping völlig unnötig. Wir befinden uns übrigens auf DE einer Map, die für Trickjumper sowieso völlig geeignet ist. Okay, jetzt versuchen wir den Gegner mit Granaten einzuschüchtern. Und da ist natürlich immer die Spannung am größten, wenn die Granaten fliegen. Und auch tatsächlich Speed immer. Jetzt gibt es einen spannenden Zweikampf. Und dann werden wir sehen, wie es sich entwickelt. Jetzt ist Vorsicht geboten. Achtung, der Terrorist hat eine Granate geworfen. Es wird gefährlich und jetzt sehen Sie schon, ja, man spürt es förmlich, wie die Spannung steigt. Jetzt nimmt der Counter-Terrorist Funkkontakt zu seinen nicht vorhandenen Kollegen auf. Mal schauen, was er jetzt unternimmt. Ah ja, er greift frontal an, aber er konnte noch keinen Erfolg verbuchen, weil der Terrorist nur darauf gewartet hat. Achtung, eine Granate! Gott, ist das spannend und immer wieder sehen Sie diese Geschwindigkeit. Ich kenne selbst Leute, die CS spielen, die werden andere Menschen. Sie werden viel schneller. Ich hoffe, sie können dem Spielgeschehen überhaupt folgen. Denn normalerweise fällt das Außenstehenden sehr schwer. Die kommen meist gar nicht mit, so schnell ist das Spiel. Die Spannung steigt von Sekunde zu Sekunde. Wenn der Counter-Terrorist sich in der Kiste verschanzt. Und nein, jetzt wurde er getroffen! Ach. Da sieht man, wie die Hitpoints runtergehen und der Armor und wieder eine Granate. Und, oh, der Terrorist scheint ein Sperrfeuer zu machen, um sich den Counter-Terroristen vom Leibe zu halten. Es scheint nämlich, dass er so langsam Probleme bekommt. Jetzt liegen die Nerven blank. Ah, jetzt flüchtet der Counter-Terrorist sogar. Ah, er wurde wieder ein bisschen erwischt. Er muss so langsam aufpassen, denn er hat nur noch 12 Schuss in seinem Magazin. Nur noch 2 Schuss. Was? Wie kommt das? Hä? Er hatte keine Munition in der Pistole. Wie kann das sein? Jetzt hat er auf einmal 12. Na, was? Wie kann er jetzt nachladen? 0-0. Aber ein CS-Spieler behält natürlich sogar in solchen Extremsituationen die Ruhe. Wie genau? Und da ein Hatchet. Counter-Strike denken ja so schnell, die treffen auch in größter Hektik. Hey!